Hey Leute, der Griver hier. Willkommen zur nächsten Runde von Dead in Vineland. Wir machen weiter mit der nächsten Runde und wir haben ein bisschen Probleme. Das Tribut mit den Seilen wird, glaube ich, extrem schwer zu schaffen. So schwer bis gar nicht. Was ich mal noch machen wollte, bevor ich es vergesse, weil es gerade noch regnet. Mal ein paar Heiltränke. Kurz ein bisschen Wasser nochmal nachflischen. So. Also was auf jeden Fall gut ist, wir haben ziemlich viel Holz. Holy shit. Ist hier noch irgendwas fertig? Ne, haben wir erst drauf gepackt. Was natürlich ein bisschen schlecht ist momentan, also die natürlichen Ressourcen, die nehmen rapide ab. Das Erntelager ist schon extrem krass. Da müssten wir eigentlich mal ein, zwei Tage nichts machen. Das ist ein bisschen traurig. Ansonsten müssen wir dann mal hier so ein bisschen den Fokus drauflegen. Die Karte, da haben wir noch zwei Sachen, glaube ich. Genau. Ich sag aber erstmal, sie soll das hier machen. So, gucken wir einfach mal. Oh, gut gekleidetes Paar. Okay. Können wir aber leider nicht gebrauchen. Ups. Und ein Feuerschwammbaum. Okay. Untersuchen. Du stößt auf einen großen Baum, der mit Pilzen übersät ist. Der einzige Baum in der Nähe in einem solchen Zustand. Du fragst dich, warum. Holz sammeln, Saft untersuchen. Ich mache jetzt mal einen Pilz untersuchen. Die hier. Du schaust dir verwundert die Pilze an der Rinde an. Du kannst dich nicht erinnern, wozu sie verwendet werden. Du kratzt dich am Kopf. Ha, es ist Feuerschwamm. Brenne alles. Du trennst den Feuerschwamm mit einem Messer von der Rinde. Das riecht nach Apfel. Saft untersuchen. Mal wieder sie. Du schaust dir den Saft genauer an. Er ist sehr klebrig und hat eine schöne hellbraune Farbe. Deinen süßen Geschmack. Du schlägst nur bla bla. Es ist Honig. Oh, shit. Das ist gut. Ernten. Sehr gut. Haben wir noch ein bisschen Met bekommen. Tja, Holz sammeln. Der Baum ist nicht wirklich gesund, weshalb es schwierig ist, gute Zweige zu finden. Du nimmst, ja, das hatten wir ja schon mal. Jetzt haben wir mehr davon. Nice, Level up. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ein bisschen erschöpft, aber das kriegen wir hin. Ernten. Heldenhafter Narr. Bergbau. Wie ist er da eigentlich? 45. Vielleicht müssen wir die beiden tauschen. Mal kurz gucken, wo ist denn hier Knuti? Da. Bergbau 55 und 56. Für 54. Was mich halt stört, ah, wir müssen eigentlich hier. Hey, wir müssen die Genauigkeit. Wir müssen wirklich uns ein. Ein Team zusammenstellen, was besser kämpfen kann. Ganz, ganz dringend. So, dann würde ich sagen, machen wir den Tag zu Ende. Ich meine, die stellen sich jetzt alle vor. Also, wie lautet der Plan? Welcher Plan? Du hast einen Plan, oder? Wofür? Ich habe mich nur aus einem einzigen Grund eurer Gemeinschaft angeschlossen, nämlich um diesen Björn zu bekämpfen und uns von seiner Tyrannei zu befreien. Sie hat recht, wir müssen kämpfen. Ich will kein Sklave dieser schrecklichen Mannes sein. Ich sterbe lieber im Kampf, als mich weiter dieser Schande auszusetzen. Nice. Es ist wahr, dass der Allvater die tapferen Krieger, die im Kampfe fallen, aufnimmt. Das soll aber nicht heißen, dass wir uns kopflos in den eigenen Tod stürzen sollen. Oh.
Es ist ohne Ehre, ziellos wie wilde Bestien zu kämpfen. Oh, cool. Mein herzlichen Dank dafür, dass ich mich dir anschließen darf. Zusammen werden wir stärker sein. Oh. Jawohl. Resolut. Also, wie lautet dein Name? Weißt du nicht, wie man redet? Ich sehe, dass du eine Zunge hast, die ragt heraus, wenn du isst. Oh, lol. Also, rede schon. Vielleicht solltest du sie mal nett fragen. Hallo, ich bin Kari, das ist mein Vater. Er ist ein wenig grob. Wie heißt du? Wenn du nicht redest, müssen wir dich aus unserem Lager schmeißen, verstehst du? Shannara. Was ist das? Ihr Name, du Dummkopf. Sie nickt zustimmend den Kopf. Gut, ein weiteres nervendes Kind, auf das wir aufpassen müssen. Schön, dich kennenzulernen. Wo kommst du her? Von woanders. Kleine Schritte. Was sollten wir als nächstes fragen? Frag sie nach ihren Fertigkeiten. Sag mal schon mal, was ist dein Handwerk? Wie kannst du im Lager aushelfen? Sie kann es nicht mit Sprechen weiterhelfen. Jagen, schon mal kann helfen. Ja, du siehst aus wie jemand, der naturnah lebt, ich würde ich sagen. Auf eine subtile Weise, ihr zu sagen, dass sie ein Bad braucht, und zwar schnell. Geruch ist gut für Jagd. Schlafen ist gut für Jagd, jetzt schlafen. Okay. Alter, so viele Leute hier. Ist natürlich das Problem, dass die alle Hunger haben und essen wollen und dehydriert sind. Ach du Scheiße. Ich glaube, wir müssen jetzt wirklich leider anfangen, das so zu regeln. Und dann beten, dass es irgendwie hilft. Wow, fast. Fuck. Natürlich die wichtigste. Initiative minus 2, fuck. Das hier kann sogar zu frittiertem Fisch werden. Ich weiß nicht, ob das getrocknete Mahlzeit. Dann heben wir das mal kurz auf. Warte mal. Irgendjemand hier will nur mal was testen, dass das quasi nicht verderben kann. Schmackhafte Mahlzeit. Oh shit, was war da? Das habe ich nicht gelesen. Aber hier 14. Nee, das reicht, das ist okay. Wir müssen ein bisschen sparen hier. Kopfschmerzen, Halsschmerzen. Leute. So, Erschöpfung ist immer noch relativ hoch bei den beiden hier. Ja, cool. Ist ja interessant. Okay. Es ist mal sonnig, unglaublich. Ja, wir müssen auf jeden Fall weiter kochen. Mal sogar ein bisschen mehr. Dafür muss das Feuer aber gut lodern quasi. So, gucken wir hier nochmal. Ja, gerade wenn es sonnig ist, schon mal gut. An Holz mangelt es ja nicht, das ist gut. Steine wären natürlich bad. Wir brauchen unbedingt Wolle.
So, sie macht auf jeden Fall das. Er macht das noch fertig. Sie macht den Trank fertig. So, ernten wäre auf jeden Fall schlecht. Müssen wir hier mal kurz den Garten angucken. Schade. Das ist wenigstens ein bisschen gestiegen. Wir können ja noch mal kurz gucken. Vielfraß ist jetzt nicht ganz so schlimm. Husten ist blöd, ist aber auch nur noch ein Tag. Halsschmerzen. Das kann halt zu Fieber werden, das wäre nicht so gut. Eitrige Wunde. Sie hat auch Halsschmerzen. Okay. Eigentlich hätte ich ihn gern fischen lassen, aber. So, wo ist Moira? Dann brauchen wir ja eigentlich leider jemanden, der hier Krankheiten heilt. Sie macht lieber das fertig. Die muss auf jeden Fall kochen. Er kümmert sich weiter hier um die Schafe. Wir haben auch noch Essen. Und Wolle und Milch wächst. Das ist gut. Sie kann ruhig jagen. Muss mal gucken, wer hier von denen noch ein bisschen herstellen kann. Ja, 25, das müsste eigentlich auch reichen. Nur um diesen Trank fertigzustellen. Das reicht. So, dann würde ich sagen, lassen wir das so. Und hoffen, dass wir irgendwie um dieses Tribut hier rumkommen. Ich weiß immer noch nicht, was es bringt, wenn man ihnen da mehr gibt, als er eigentlich haben will. GG. So, können wir jetzt zwei Charaktere machen. Perfekt. So, sie hat so einen Trank hergestellt. Jetzt wird's interessant. Sehr schön. Eieiei. Oh, bei Loris glänzendem Hintern. Wie soll der stinkende Elof denn heute nicht vorbeischauen? Kann ich ihn erschießen? Erkläre, warum das eine schlechte Idee ist. Mach Witze drüber. Ja, ich weiß, wie du dich fühlst, aber das ist keine Lösung. Wenn du ihn tötest, wird dies vergolden. Ich will nicht, dass Björn dich jemals anrührt. Gib ihm keinen Grund dazu. Ich weiß, aber ich weiß. Oh Gott, hier ist der, worüber streitet mein kleiner Lieblingslämmer denn? Wisst ihr, auf so einer Insel muss man zusammenhalten. Wenn ihr streitet, dann endet ihr bald damit, euch gegenseitig aufzufressen. Essen, ich komme gerade aus dem Drecksloch eurer Nachbarn. Sie haben diese Bohnensuppe gemacht. Die war igitt widerlich. Hab meinen Männern gesagt, sie sollen ihr Lebensmittellager verbrennen, damit sie diesen Dreck los sind. Hehe. Unser Essen? Wir müssen uns unsere Vorräte anschauen. Gib ihnen etwas Medizin. Gebratenes Fleisch. Hier. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich fühle mich nicht rülps.
Was? Warum? Gib mir etwas Medizin. Das gibt's nicht. Ich hab nichts von dem. Gib ihm nichts. Bezahle den Tribut. Ich hab nichts. Gib ihm nichts. Oh. Der wird hier hundertprozentig reinreiten mit irgendwas. Seite, wir haben nichts erübrigen. Verarschst du mich? Du bist ein Spaßvogel, oder? Björn gefällt das. Er liebt es, kleine Teile von Menschen zu entfernen. Oh Gott. 20 Eisen. Oh oh. Okay, Eisen ist gar nicht so schlimm. Natürlich 20 Stück ist ein bisschen. Baut 1 bis 3 Eisen ab. Ich mach mal keinen Fokus. 0 bis 2. So, jetzt können hier auf jeden Fall zwei Leute hin. Das ist cool. Plündern ist sie ganz schlecht. Sie ist auch schlecht im Plündern. Im Herstellen leider auch. Ja, verschwende ich die jetzt noch mal da einen Tag? Ist auch blöd. Er muss auf jeden Fall weg. Moira kann das machen. Er geht angeln. Sie macht das, sie macht das, sie macht das. Oh, apropos, wir können noch mal wegen der Falle gucken. Nice. Ja, das Doofe ist halt wirklich, man verliert jedes Mal die Falle scheinbar, wenn man das findet. Ich habe echt gedacht, ja, man fängt das Tier und dann kann man trotzdem die Falle wiederverwenden. Was eigentlich richtig cool wäre, aber so. Yikes. Bauplan wählen. So, jetzt mal interessant. Jetzt können wir hier mal Feuerintensität. Negative Effekte bei Regen. Ist auch nicht schlecht. Aber eigentlich bräuchten wir hier. Oh, wir brauchen alles. Herstellungsgeschwindigkeit. Oh ja, Wasser. Stimmt, Wasser. Trinkwasserbestand erhöhen. Das ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Aber eigentlich bräuchte ich noch jemanden, der was herstellt, aber haben wir nicht. 29. Weil wir müssten mal auch wieder Pfeile herstellen. Ich glaube, wir machen erstmal weiter. Ziemlich verschwenderisch alles. Okay, wir machen weiter. Volle Energie. Ah, jetzt geht's ab. Gleich mit einem Mal.
So. Also haben wir uns dementsprechend mal ums Wasser so ein bisschen gekümmert. Oh, hier ist Eisen. Na, wir kriegen bestimmt in den nächsten Tagen übelst auf den Sack. Mich nicht wundern, wenn wir sogar irgendwie jemanden verlieren. Weil sie uns komplett kaputt hauen. Wir haben wieder was entdeckt. Das machen wir mal zuerst. Ich weiß nicht, was das hier für ein Typ ist. Eingesponnener Körper. Untersuchen. Du stößt auf zwei Formen, die mit Spinnweben bedeckt sind und vom Baum hängen. Du gehst davon aus, dass die größere Form ein menschlicher Körper ist. Daneben befindet sich eine kleinere Form. Du hast keine Ahnung, was das sein könnte. Ist das hier eine Spinne oder irgendwas rauskommt? Eieiei. Herstellung und Mut. Wir nehmen mal ihn. Du berührst den Kokon. Es ist weich. Wenn sich darin ein Mensch befunden hat, dann ist er wohl nur noch breiige Verdauungsflüssigkeit. Nimm die Seide, öffnen. Schneidest die kleine Umhüllung vorsichtig auf, die Seide fällt leicht ab und ermöglicht dir einen Blick ins Innere. Gefüllt mit Maden. Oh. Nein. Doch lieber die Seide nehmen sollen. Gewandtheit, Intelligenz. Also da muss irgendwas drin sein. Ich bin, glaube ich, mal für Gewandtheit. Du bist den Kokon. Es ist immer noch fest, was auch immer sich da drin befindet. Es wurde noch nicht vollständig verdaut. Oder ist noch nicht ausgewachsen. Wähle so um Ersteres. Verbrenne es. Gewandtheit. Nice. Du schneidest die kleine Umhüllung vorsichtig auf, die Seide fällt leicht ab und ermöglicht dir einen Blick ins Innere. Entdeckst du die Gebeine eines menschlichen Kindes. Oh nein. Du nimmst widerwillig die Gebeine und die Pelze, die dir bewusst ist, nützlich sein, aber bla. Depri. Schade, ich hab mal die Seide genommen. Egal. So, Tag ist vorbei. Wir haben eigentlich recht viel Essen. Daran sollte es jetzt eigentlich nicht scheitern. Aber trinken. Das ist okay. Du. Soll weg. Ja. Ich habe bemerkt, dass du heute humpelst. Bist du verletzt? Ha. Ja, ich bin so ein Tollpatsch. Ich bin heute Morgen gegen einen Fass gelaufen. Du hättest mich sehen sollen. Ich bin kopfüber hingefallen und war urkomisch. Du hättest dich wirklich übel verletzen können. Nein, keine Sorge. Ich bin kleine Kratzer gewohnt. Verstauchter Fuß. Ach du Kacke. Jetzt wollte ich es aber wissen. Sie ist Dihydrit 2. Müssen ganz dringend unseren Wasserverbrauch und Herstellung verbessern. Ach, schade. Jetzt wird es schon kritischer hier, muss ich sagen. Damn it. Die Sachen können noch schmackhaft werden, das ist gut. Bevor es zu Drecksfraß wird. Milch, ja, das ist schon ewig da. So, haben wir alles. Perfekt. So, ich hoffe mal, hier Husten oder so wird nicht zum Fieber oder irgendwas.
Sehr schön. Husten ist weg. Sehr gut. Okay, Erschöpfung geht runter. Ist noch irgendjemand doll erschöpft? Ja, er hier. Acht Fleisch haben wir verloren. Das ist heftig. Oh, trocken. Dafür läuft die Dirkhammer auf Hochtouren. Irgendwas ist hier schon wieder beschädigt. Wasser. Was kann man jetzt hier noch machen? Wasserbestand könnten wir auch. Ich guck mal, aber was vom Kochtopf noch verbessert werden kann. Das ist natürlich auch cool. Kann man nicht irgendwie das Essen generell haltbarer machen? Taverne, was haben wir hier? Bierbrauch, Weizen, Holzfällerlager, mehr Holzertrag. Dafür brauchen wir Eisen. Das ist nicht so gut. Wir brauchen auch Eisen. Was haben wir hier noch? Mehr Depressionen, Feuerintensität in der Nacht wird verringert. Ist natürlich auf Dauer hier auch gut. Da haben wir keine Steine mehr. So, er ruht sich mal aus. Du gehst hier wieder zu deinen komischen Tieren. Gesundheit ist fast voll. Immer noch Jungtiere. So, jetzt müssen wir mal gucken. 10 bis 20. So, wer ist denn hier unser bester Erntetypi? Ernten 72. Moira, komm mal her hier. Hier, ernte mal. So. Wir haben keine Pfeile mehr. Ach genau, ich wollte das hier eigentlich noch verbessern. Shit. Man muss hier auch ein bisschen Holz hacken. So, dann gucken wir mal, dass wir hier unsere Depri-Leute wieder ein bisschen happier kriegen. Kann eigentlich nur noch Knuti. So. Die müssen alle dahin. Dann könnte die doch erkunden. Sie macht weiter das. Okay. Go. Volle Energie. Sehr schön. So, mehr Hanf. Oh, endlich haben wir Wolle wieder.
Ich wollte gerade sagen, nur 18 insgesamt, aber das ist doch mal gut gewesen. Waldabbau. Ja, so ein Mist. Oh. Ein großer dürrer Krieger scheint plötzlich vor der Hütte. Oh. Schnappt sie euch, Jungs. Ein Dutzend bewaffneter Schergen umzingelt Eirik und die anderen. Was willst du? Björn will sein Tribut fristgerecht. Das ist doch nicht so schwer zu verstehen, oder? Wenn ihr nicht gehorcht, wird er uns immer und immer wieder schicken und das verdammt nochmal nervig. Also gehorcht bitte. Mit dieser Worten sticht der Eirik in die Brust. Blutung. Autsch. Björn hat mich hergeschickt, um zu holen, was ihr beim letzten Tribut vergessen habt. Also bringt mir 10 Holz sofort. Das kriegen wir hin. 5 Trinkwasser. Das kriegen wir nicht hin. Trink nicht. Wie ihr wünscht. Autsch. Okay, nicht so schlimm. 10 Obst. Oh, das gibt's nicht. Bitte hört auf, er wird sterben. Glaubst du, das interessiert mich? Seufzt. Er schleudert ein Dolch auf. Er verletzt sie schwer an der Schulter. Autsch. Und das ist für mich, für meine Bemühungen. Es ist eine Weile her, dass ich ein gutes Steak hatte. 5 rohes Fleisch, bitte schnell. Okay, hier. Gehen, Jungs, wir haben einen langen, langweiligen Heimweg vor uns. Autsch, würde ich sagen. Dann wissen wir ja, wo wir mit ihm hin müssen. Und sie muss hier auch hin. Sie hat geerntet, das heißt, sie kann hier da. Und bitte auf Wunden. Und er kann das fertig bauen. Sie geht dahin. Sie geht dahin. Er geht hier hin. Okay, hui. Das hat etwas wehgetan. Aber gut. So, jetzt haben wir aber keinen, der hier. Mal ganz kurz gucken. Oh, halt, Moment. Wir haben 8, haben wir noch. Das reicht. Okay, plündern ist jetzt nicht so sein Ding. Herstellung leider auch nicht. Das kann er machen, stimmt. Plündern ist auch nicht so ihr Ding. Scheiße, wir kein Obst hatten, ey. Sonst hatten wir einmal alles en masse und scheinbar hat das auch nicht als Obst gezählt hier. Weil wir haben hundertprozentig dieses gedorrte Obst. Ja, hier 12 Stück. Oder getrocknete. Schade, dass das nicht auch als Obst quasi zählt. Hätte ich auch einfach hingegeben. Wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen. Ein bisschen traurig. Okay. Ich hätte gerne noch jemanden gehabt, der hier Sachen herstellt. Wolle und so ein Kram. Das müssen wir uns beim nächsten Tag mal drum kümmern. Ganz kurz gucken, Herstellung 24. Ja, immer noch besser als nix. So, dann können wir nämlich Stoff herstellen. 2 von 2. Keiner sucht da Dings. Oh, das ist auch Kacke. Doch nur, ich glaube, hier. Sie war im Plündern gar nicht so schlecht. Müssen wir doch tauschen. Also ein bisschen Wasser bräuchten wir doch schon. Okay, also jetzt sehne ich mir doch so ein bisschen Regen herbei. Wir machen auf jeden Fall noch einmal weiter.
Sehr schön. Er hat jetzt noch eine Blutung. Ich guck mal, was daraus entstehen kann. Sehr schön. Das ist nicht so schön. So, ein bisschen Obst. Der hat beide mit einem Mal geschafft. Krass. Das ist sehr gut. Aber ich glaube, den Fokus müsste ich eventuell doch nochmal auf Eisen legen. Mal gucken. Machen wir das noch mal schnell. So, Gegenstand prüfen. 10 Saat kostet uns das immer. Mal ganz kurz gucken, wie viel Weizen haben wir? 41, alles klar. Ich glaube, ich bin dann auf jeden Fall für Hanf. Kannst du nämlich auch am nächsten Tag schon mal wachsen. So, gucken wir uns noch die Dings hier an. Verzierte Kiste. Untersuchen, du pfeifst vor dich hin, dass du die Truhe untersuchst. Sie ist in fast perfektem Zustand und von herausragender Qualität. Das hat nur schon mal so eine Kiste. Vorsichtig öffnen, mit Gewalt öffnen. Hier Stärke 92. Kann ich nichts schief gehen. Stärke, Erschöpfung. Du hast, wie das Glas bricht, als das Holz unter den Schlag zertrümmert. Ups, das war wohl zu viel des Guten. Nicht so gut. Aber wir haben irgendein Horn bekommen. Auf Mut. 75, 80, 81. Tja, dann kriegt sie das wohl. Minus 10 auf alle Zustände. Ganz schön viel leiden. Minus 20 auf alle Zustände. Das ist natürlich der heilige Gral der Sachen, die wir haben. Auf alles. Schade. Ja, schade, dass wir da so einen Getränk nicht hatten. Wir machen jetzt hier auf jeden Fall erstmal einen Cut rein. Ich werde noch mal ganz kurz. Wir haben jetzt so viel, was wir verschwenden müssen an Wasser. So, das sollte reichen. Er hat jetzt, glaube ich, nur noch eine Blutung. Und oh, er hat ganz viel. Das ist zum Glück auch bald weg. Halsschmerzen, Blutungen. Kann zu einer eitrigen Wunde werden. Ich hoffe, er bekommt kein Fieber. Das wäre ja Worst Case quasi. Müssen wir mal gucken. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir kommen dem Ende so ein Stückchen näher, würde ich sagen. Aber wir haben noch sehr, sehr viel zu tun. Was auf jeden Fall jetzt schon klappt, ist, dass die Herstellung weitaus schneller geht.
gibt so viele Sachen, die ich eigentlich machen will. Ich muss irgendwie gucken, was ich am nötigsten brauche. Auf jeden Fall für die ganze Herstellung brauche ich extrem viel Holz, weswegen ich den Holzertrag doch mal erhöhen würde. Es kostet aber Eisen. Aber ich muss es machen. Ich stelle es schon mal ein. Sie macht Stoff, das ist okay. Und dann machen wir noch ein paar Seile. Dann hoffe ich natürlich, dass die beiden Schafe hier Nachwuchs machen. Dass wir hier irgendwie immer alle Schafe voll kriegen. Ja, und ansonsten gucken wir mal, was wir hier noch so alles hinbekommen. So, machen wir das auch noch voll. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge auch wieder mit bei. Immer schön liken und kommentieren, das hilft am meisten. Und wir gucken einfach mal, was dann in den nächsten Tagen hier passiert. Bis dann, tschüss, tschüss.